gehen wir auf jeden Fall mal ganz entspannt rüber. Und zwar zu Deutsche Memes mit Legendenstatus Teil 4. Deutsche Memes mit Legendenstatus. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Und schneidet das dünne Fleisch schweißfrei. In der Tat. Außerdem sind Spidget-Finder momentan extrem im Trend. Deswegen beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Okay, deswegen beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger, würde ich sogar sagen. Also beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Wow, fühlt sich der gut an. Meine Güte, geht der ab. Oh, wow. Wow. Aber ich muss sagen, das sieht schon sehr, sehr gut aus. So beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Aber was ist denn mit ihm normal? Ich habe keine Ahnung. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Ja, bei dem was ist das für ein Satz? Bei dem ist ganz viel schiefgelaufen, glaube ich. Das ist ein ganz merkwürdiger Satz. Hinschicken, zurückziehen, also da solltet ihr auf jeden Fall Köpfchen benutzen. Zudem müsst ihr auch die komplette Karte von Rise of Kingdoms euch erstmal freischalten, nämlich alles ist in dichten Nebel gehüllt und ihr müsst erstmal ein paar Speer rausschicken, um die Karte erstmal so richtig schön freizuspielen. Vor wenigen Tagen erst hat jemand... Das war ein Meme? Das war eine Werbung? ...in seine Haustür uriniert. Leuchten Sie mal bitte in die Ecke rein. Sehen Sie, das ist gelb hier, nicht? Hier stellt sich hier hin, von hier kannst du richtig sehen. Hier läuft bis unten runter, voll gepinkelt. Warum? Weiß, oh mein Gott, der fragt mich, warum? Ich habe ihm nichts getan, Mein Gott, nochmal, warum? Wer da hängt? Warum? Ich verstehe das nicht. Der hängt jetzt mit seinem Gesicht da drin. Der hat safe die Zunge rausgestreckt. Das hat der doch extra gemacht. Der hing doch da extra jetzt drin. Der hat safe einmal gemacht. Boah, ist das unangenehm. Einmal mit der Spitze rein. Ja. Ich kann nicht mehr, bin nicht mehr Mensch. Warum? Warum? Hol mir einen und zeig mir warum. Habe ich ihm was getan? Wissen wir ja nicht, deswegen fragen wir ja. Wiedersehen. Auch rein, Uli. Der hat gerade einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, ne? Der hat gleich was ganz anderes genommen. Hab ich da, ja, ja. Der Erzfeind! Du Vogel! Der Erzfeind! Ich komm lauf, du Vogel! Ist das wirklich der Erzfeind? Was haben die denn mit dem? Ah, ich guck diesen Kanal eh nicht, ich mag den nicht so gerne. Immer irgendwelche random Leute irgendwie doof anmachen, das mag ich nicht so. Der Feind! Der Erzfeind! Der Feind! Mal weiter, gucken wir mal. Ja? Für einen anderen Gast ist die Love Parade vermutlich jetzt schon vorbei. Und morgen vielleicht vergessen. Alter, da gab's die Love Parade noch. Alter. Das ist krass. Das ist schon alt. Was ist hier passiert? Der Mann hat ein bisschen zu viel getrunken. Wie viel zu viel? Wie viel hat er? Das weiß ich nicht. Wir haben noch keinen Alkotest gemacht, aber ich glaube, er ist auch nicht mehr in der Lage. Drogen mit im Spiel? Keine Ahnung. Er sagt nicht. Nee, Drogen nicht mit im Spiel. Nur Alkohol. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, aua. Ach, Herr. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua. Der hat ja richtige Schmerzen. Der war richtig kaputt. Damn, lass mir das nur. Ich liebe Melissa. Wenn du ihr auslachst, wenn er Zahnschmerzen hat und deswegen weint, weil es super weh macht. Zahnschmerzen sind unglaublich. Alter, er hat mich von 1,50 Meter und Kante runtergeschmissen. Und da hat er gelacht, als ich geheult hab. Also erzähl mir nichts von Zahnschmerzen. Okay. Ah, okay. Der hat eine Meinung. Der Typ hat eine Meinung. Okay, das steht auch zu. Ja, aber auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier am Green Lake und den finde ich persönlich ziemlich fresh. Fresh. Was? Fresh. Das kenne ich ja noch gar nicht von Monte. Fresh. Wie kommst du zu diesem oder was? Achso, jo. Ich habe jahrelang einen Kollegen mal wieder getroffen oder was. Und der sagt bei jedem Satz oder was. Ne? Und dann hat mich angedeutet. Ich habe mich mit denen stundenlang unterhalten oder was. Und auf einmal sitzt er nämlich drin oder was. Naja, und bei dem, wenn du dem zuhörst oder was, dann geht ja noch schneller oder was. Oder was?
Wenn es bei dem anderen noch schlimmer ist. Ah, da muss das Ding ja nach jedem dritten Wort rausprügeln. Oder was? Aber so ganz schnell, oder was? Ich muss irgendwie, man hat mich schon angesprochen, oder was? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber das ist dann so eine Angewöhnheit, auch gehört zum Ruhrgebiet oder was, ne? Wie oft sagen Sie so am Tag, oder was? Ich zähle das ja nicht, oder was? Einer hat mal gesagt, ich soll mal nichts sagen, oder was, ne? Ja, dann ist das wie eine Pause. Guck, jetzt werde ich wieder, oder was gesagt, oder was? Nein, das geht gar nicht. Guck, wie er da im Background sich einen weglässt. Aber er sagt auch, wenn er dieses oder was als Beispiel nimmt, sagt er oder was und dann sein gewöhnliches oder was am Ende. Der Typ ist da richtig drauf. Der ist richtig durch. Alter. Du bist ja auch der Wattmann. Jo, manche sagen schon Wattmann zu mir, weißt du? Der hat sich richtig abgefeiert an der Bühne. Der hat richtig, der war zufrieden. Der geht mit einem Lächeln nach Hause. Das war voll lustig, ey. Stark, das war gut, das war ein gutes Video. Oder was? Für mich. Es war so ganz toll. Ich bin reich! Und auf alles, diesen 600.000 Euro Rolls-Royce, habe ich in einem Monat verdient. Und wenn du wissen willst, wie das geht, schreib mir eine Nachricht. Ich zeig's dir. Ja, komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe, ich zeig's dir. Horst und Panamera, komm in die Gruppe. Oder was? Oder was? Ihr seid noch null? Seid noch Sifra? Ja, hallo. Ich bin der coole Junge. Ja. Okay, ja. War cool. Ja, klar. Der coole Junge, ne? Ja, lass ihn. Oder was? Aber ich seh die Nudel jetzt. Darauf habe ich mich jetzt den ganzen Abend vorbereitet. Gib mir die Nudel jetzt, let's komm. Go. Dieser Löffel ist aus echten Holz. Da kann man alles mit umrühren, der bricht nicht. Der Manfred hat das als kleines Kind vor über 30 Jahren in der Schule gemacht. Die Mutter hat dran gehangen. Man sieht ja, wie schön braun der schon ist. Wie Naturholz. Seitdem wird er benutzt. Wir haben Ach, sieht man aber auch, dass er das schon lange benutzt wird. Die einfachen neuen, die sind schrott. Die Nudel kam nicht. Wer ist enttäuscht? Ich habe auch mit der Nudel gerechnet. Warum kam jetzt die Nudel nicht? Ich bin jetzt. Das versaut mir meine Cocktail gerade. So. Ich bin enttäuscht. Mathe, Mann. He-Man! Oh nein, sie rutscht ab. Ich liebe dich, Mathe, Mann. Und ich liebe die Mathematik. Mathe, Mann. Gott. So, kleine Spende bitte. Kleine Spende. Kleine Spende! Sie rast selber komplett aus. Komplett. Und Ende! Saufen! Geil! Die Sammeln! Wochenende! Ich trinke euch! Saufen! Saufen! Sammeln! Wochenende! Okay, der freut sich aufs Wochenende. Ich glaube, der hat Bock gehabt. Der hat richtig Bock gehabt. Mach euch schon mal die Basics, reiß die mal zusammen, reiß die mal am Riemen, laufen mir kurz Wege, Vertrag auflöse, bla bla. Mach euch schon mal die Basics. Ausnahmezustand am Morgen in dieser Schleckerfiliale in der Wilhelmsdorfer Straße. Das Rentner-Ehepaar Thiele kauft den Laden leer. Küchenrollen, 20 Pakete noch dazu. Ja. Und da holen Sie sich jetzt ein Taxi oder was? Ja, klar. Also fahre ich für die Karre von hier bis hier rüber nach Hause. Danke für die kleine Spende. Hause 3,50 €, die liebe ich 10 Mike und schon ist die laufen. Wie beweise ich mein Talent beim Coin Master? Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück. Am wichtigsten ist, ruhig zu bleiben, wenn ein Dorf angegriffen wird. Ganz gelassen wie ein LKW-Fahrer. Ich bin LKW-Fahrer, den die Polizei verfolgt und dessen Bremsen aufgeben. Wie schlecht ist das denn, bitte? Wie schlecht. Jetzt, warte mal, kleinen Moment, da ist doch eine Scheiße hier, du. Tut mir leid, die gerade gefreut sind an GTA. Mein Vater hat einfach Nein gesagt.
Nee. Ich hab euch gesehen, ihr seht so glücklich von diesem Projekt, aber nee, da muss mein blöder Vater kommen und sagen nein. Was? 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 Sorry, Leute. Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein GTA. Ist okay. Er hat sich mit sorry bei uns entschuldigt. Ja, dann ist es in Ordnung. Aber Abo nehme ich trotzdem weg von dir. Also, ich habe mich so drauf gefreut. Ohne Witz, ich auch, ey. Ganz drauf gewartet. Ja. Ich will gern. Aber dann ist mein Vater gekommen, hat alles gelöscht. Er hat alles die CD rausgetan. Das geht leider ohne CD nicht. Sorry, Leute. Ja, so war das früher. Du brauchst eine CD. Ja. Goodbye. No front. Aber ich hab da ein paar vermisst. Ja gut, da gibt's auch noch mehr von, ne? Ja, ja, meine ich ja. Ich hab da ein paar mehr vermisst. Zum Beispiel Raid Shadow Legend. Ich hab auf jeden Fall die Nudeln verloren. Ja, die Nudeln. Die Nudel einfach vermisst ja. Von den Ludolfs. Hat Spaß gemacht. Das war gut.